Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ein kleines Video, ein kleines Replay eingesendet von Peacemaker. Warum ist meine Kamera schon wieder so hoch? Keiner versteht's. Das Kabel ist einfach zu kurz. Ah. Eieiei, heute läuft alles schief heute Morgen. Naja, er ist in einem 6er, 7er und 8er Matchup mit der Amalfi. Und mal schauen, was das so wird. Er hat geschrieben dazu, eine erste 100k-Runde mit einem Kreuzer. Ich bin gespannt darauf, was es wird. Die Italiener allgemein sehr weich, aber SAP sehr stark, vor allen Dingen gegen Zerstörer. Und ja, ich bin mal gespannt, was es wird. Achtung, unterstützt das verbündete Ziel. Unterstützt das verbündete Ziel. Viel Glück und ruhige Wasser. Wenn ihr mir Replays einsenden wollt, dann kommt doch zu uns auf den FCTK Discord. Den Link mache ich mal unten in die Videobeschreibung rein. Und dann könnt ihr mir auch Replays schicken. Es ist mir egal, ob das Verlustrunden sind, also Niederlagen oder Gewinne. Wenn ihr meint, das Video ist gut, dann lade ich es für euch hoch. Es ist mir auch völlig egal, ob ihr in Stufe 5, Stufe 2, Stufe 4 fahrt. Ich möchte den kleineren Spielern auch mal die Chance geben, mal zu zeigen, was sie können. Und wenn sie eine absolut hammergeile Runde haben, also die Runde ihres Lebens, sage ich immer, ja, dann möchte ich es halt auch einfach mal so, dass das hochgeladen ist. Bei mir ist das nur ein Hobby, es kann ein, zwei Tage dauern, bis das hochgeladen wird, manchmal auch ein, zwei Wochen. Ich meine, der gute Peacemaker wartet jetzt auch schon 3 Wochen darauf, dass ich sein Video hochlade. Und ja, mal schauen. Und Touch Portal hat sich verabschiedet. Jawohl, so soll das sein. Touch Portal verabschiedet sich. Ach, ist das schön, wenn die Technik streikt. So. Die ersten 2700 sind gemacht. Damage. Entschuldigung, die Technik schreibt nur heute Morgen wieder so ein bisschen. Ich muss den Roller mal da hinten ein bisschen runter machen. Dann wäre der Lichteinfall nicht so blöd. Das merke ich alles. Gut, das ist bei mir eh nur ein Hobby. Ich verdiene damit kein Geld. Ich gehe arbeiten. Schöne 6000 auf den DD. Und. Torpedos voraus. Nee. Oh, dann kommt auch noch ein Orkan. Nein, Sturm. Oh, nicht aufgepasst. First Blood. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Das ist ein guter Anfang. Ja, ich würde mal sagen, er hat sich festgekeilt zwischen Bismarck und Insel. Das ist ja lustig. Goritzias, Gegenstück ohne Torpedos. So, der Gegner hat bereits 2 Schiffe verloren. 2 seiner Zerstörer. Entschuldigung. So. Da kommt er jetzt nicht an die Dunkirk ran.
mir leid. Passiert mal. Oh, eine Prinz Heinrich. So, der erste DD aus unserem Team ist auch raus. Und die Dunkirk wird weiter beschossen hinter der Insel. ...4.000, 8.000... sind zusammen 5.000. Was eine Streuung. Ja, falls irgendwer den Fehler macht und reinfährt, die Torps laufen ja 12 Kilometer. Nur gucken, dass man den eigenen nicht beschießt. Und ihr solltet auch darauf achten, dass ihr mir die richtigen Screenshots dann schickt. Weil ich hatte jetzt eine Videoeinsendung von einem großen Kurfürsten. Da war das nicht mehr ganz so... Da war dann... Die kompletten Screenshots waren dann von der Laso und ja, das war dann nicht mehr ganz so schön. Ah, jetzt hier drüben aber Flaute. Mit Gegnern. Klon kommt. Nebelwerfer gestartet. Ja, er hat ihn selbst gespottet und hat ihn sich jetzt wieder zugemacht, indem er seinen Nebel gezündet hat. Oh. Weggerammt. Prinz Heinrich fährt aber auch als schönes Ziel. Nebelwand gelegt. So, die Sichtweite sinkt immer weiter. Irgendwann ist sie bei 8 Kilometer. Oh, da kommt die Goritze. Jetzt würde ich aber umladen auf AP. Da ist AP doch die bessere Wahl bei dem Kreuzer. Weil der Kreuzer ist schwach beplankt. Goritze ist schwächer beplankt als die Amalfi. Oh. Würde auch eindrehen, also wegdrehen und würde wohl die Goritz ja fährt weg. Sehe ich gerade auf der Karte. Blind reingetorbt. Amagi, Heinrich.
Da kommt die Ryuju. Die Flieger sterben. Ein Blind Shot, echt gut. Klon ist auch was, was da so rausnehmen könnten bei World of Warships. Das ist nervig, dass die Ding nur unnötig in die Länge. Oh, da kommt eine fette Bismarck. Ich glaube, der trifft. Ah, Teambeschuss. Aha, aha. Ich hab's genau gesehen. Teambeschuss. Eieieiei. Zum Glück wird das nicht mehr geahndet. Er hat es ja nicht absichtlich gemacht. Er wusste ja auch nicht, dass die Gleise genau so abbremst. Manchmal ist das so. Man denkt, er fährt weiter und auf einmal urplötzlich bremsen die Leute ab. Aber er spielt trotzdem sehr vorsichtig. Muss ich wirklich sagen. Die Bismarck. Und jetzt hat er getorbt. Er sucht, glaube ich, den Flugzeugträger, die Luftratte. Vermute ich mal. Die Ismail killt die Amagi, aber die Amagi feuert die Gneisen auf. Das ist auch schön. Eine Masse an Torf da raushauen kannst. Da geht gleich die Bismarck wahrscheinlich auf. Die Goritzia. Und alles gegen die Insel. Gefecht endet in 5 Minuten. Er könnte noch den taktischen Nebel ziehen. Und sich einfach ein bisschen einvernebeln. Das macht er jetzt auch. Nebelwerfer gestartet.
Jetzt sieht er den taktischen Nebel. Das ist schon ein schönes Schiff, die Italiener. Vor allen Dingen das mit den Streifen vorne dran, das gefällt mir. Weil sie sind halt echt so extrem Zieter anfällig und schwer zu spielen. Weil da hustet nur einmal ein DD. Eine Schuld oder sowas und schon bist du weg vom Fenster. Also er hat mittlerweile auf AP umgeladen. Ich glaube, er hat es gehört. Okay. Das war die Gorizia. Die Klon ist auch vorbei. SAP wird umgeladen und jetzt gebe ich ihm Feuer frei. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Schön auf die Aufbauten halten, da macht SAP am meisten Damage. Bismarck ist aber auch gerade ein schönes Ziel für ihn. Nur interessieren, wo ist die YouTube? ...4000 mit SAP. Gut, mit der HE hätte er jetzt genauso viel gedrückt. Das ist auch eine sehr hohe Nachladezeit für die Geschütze. 15 Sekunden, das ist fast schwerer Kreuzerniveau. Und zack, die Bismarck ist weg. Er hat sich die Bismarck gesnackt. Ja, lecker hat sie geschmeckt. Hoffe ich mal. So ein Happen zum Frühstück. So, jetzt würde ich die Ryuju suchen. Und da hinten kommt sie auch schon. Ryuju. Und Doppelzieher, nur kann man mal machen. Ja gut, Flugzeugträger sind auch nicht stark gepanzert. Ich frage mich eh, wie man mit einer Montana auf eine Nachimov abprallen kann. Also das ist ja, naja, das ist ein anderes Thema. Die großen CVs sind ja so OP. Die können dich ja richtig rausnehmen. Zack. Was hat sich denn jetzt aktiviert? Ah, Luigi Sansonetti, aber ich kenne ihn nicht. Und jetzt kommt die alles entscheidende Salve. Und daneben. Ja, komm, mach's nicht so spannend. Mach es nicht so spannend. Wir haben einen Flugzeugträger versenkt. Habt ihr das eben gesehen? Als er den Flugzeugträger gesprengt hat,
hat er noch den Sieg drauf. Da ist oben auf 900 von 915 auf 900, also beim Gegner auf 915 umgesprungen und bei ihm im Team auf 920. Was eine Runde. Alter Schwede. Das war echt eine sehr, sehr schöne Runde. Naja, er ist auf jeden Fall... War es eine sehr schöne Runde. Ihr habt ja nochmal die Ding eingeblendet. Es tut mir leid, dass ihr eben einen schwarzen Bildschirm hattet. Das liegt am OBS-Aufnahmeprogramm. Manchmal kann er die Ding nicht auflösen, die Skalierung. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfixen. Im Moment habe ich aber andere Sachen im Kopf. So, und 2201 Grund-EP, ja, kann man mal machen, muss man nicht, aber kann man mal machen. Und eine 100k-Runde, wie er versprochen hat. Ihr könnt das Video gerne bewerten, lasst einen Kommentar da. Ihr könnt es auch gerne kommentieren, was euch gefallen hat, was nicht, was ich verbessern muss, wisst ihr ja. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Dann weiß ich auch, okay, es kommt nicht gut an. Also bis dato, haut raus, euer Eis. Ciao.